Gut, dann verzieh du dich mal. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Kann ich das einklappen? Ja, kann ich. Dann werde ich jetzt hier mit diesem Ausschnitt ein Vorher-Nachher-Bild machen. Also das werde ich da einblenden jetzt hier. Irgendwo an der Stelle. Damit man das sehen kann. So. Und jetzt mal kurz Save Game machen. New Save. Und das nennen wir jetzt. Nein, das Erzeuger hat da weglöschen. Das nennen wir jetzt Grundfläche T1000. Sieht man auch schön. Gut, speichern. Hoffen, dass das Spiel nicht abschmiert dabei. Gut. Da gibt es jetzt keinen Cut, keine Sorge. Wir fangen jetzt mit unserer Planung an. Ich habe mir so schon ein paar Gedanken gemacht darüber, wie ich das machen will. Und es wird groß, das kann ich versprechen. Deswegen haben wir hier auch die ganze große Fläche für uns. Erst einmal eine Grundumrandung ziehen. Die dann ein bisschen anpassen. Oh, den Stein hätte ich gar nicht weglöschen brauchen. Das war perspektivisch bedingt. So, das ist die Grundumrandung. Jetzt wollen wir hier den Eingang machen. Also ich mache mal die Priorität runter. Da brauche ich jetzt Treppen dazu, um das richtig zu managen. So. Also, ja, machen wir es ruhig in der gesamten Breite, die Treppe nach oben. Das ist ja dann auch nicht so das Problem. So. Können wir die Blöcke benutzen? Ups. So, das wäre die Treppe. Wobei der dicke Treppenblock da doch doof aussieht. Nehmen wir lieber links und rechts jeweils eine Treppe. Und in der Mitte dann halt frei. So, dann ist das Ganze hier so hoch. Jetzt brauche ich Türen.
ganz normale Türen, so. Hatte ich mir das vorgestellt. Ja. Und jetzt noch hier Parapets obendrauf. So, das wäre der Eingang. Alles andere können wir danach planen. Okay. Dann nehmen wir das erstmal so an, dass wir das nicht mehr löschen müssen. Also ja, muss nicht unbedingt symmetrisch sein. Der Eingang kann auch ein bisschen verschoben sein hier an der Stelle. Das ist gut. Jetzt nehmen wir hier die ganze Geschichte. Und wählen die hier ab. Und die da auch. So. Und das kommt jetzt in ein extra Building Task. So, das wäre der, den wir auch auf Minimum setzen. So, jetzt haben wir nur den Building Task erstmal, der uns den Grundriss setzt. Das kann dann auch schon eine Weile dauern. Ja, und dafür brauchen wir Steine. Dafür werden die da erst recht nicht ausreichen. Das heißt, dumm die dumm. Mach mir hier mal Steine draus. So. Und dann auf zur Arbeit. Uns erstmal den Grundriss setzen. So, währenddessen können die anderen sieben mal anfangen, den Berg hier abzureißen weiter. Ein Query Task brauchen wir dafür. So. Ja, ich glaube, das ist so richtig, wenn wir es eins tiefer machen würden. Naja, eins tiefer sieht besser aus. Nee, machen wir lieber so. Die Treppe da, wo sie ist, ist gut. Nur Steine bitte und ihr fangt mal an, hier abzubauen. So. Ihr habt sie auch nicht weit zum Stockpile. Machen wir aus denen jetzt auch erstmal Steine, also Ziegel. Aber nur einmalig, so. Weil wir werden brauchen. Wir werden aber auch noch Steine brauchen. Mehr als genug. Weil das hier wird jetzt eine ganze Weile dauern. Aber wir fangen schon mal gut an jetzt endlich. Nach fast 75 Stunden Aufarbeitungszeit, die wir gebraucht haben. Also das war wirklich eine Arbeit.
das hier zu machen. Das kann man nicht abstreiten. Wenn man sich überlegt, man sieht auf der Map hier oben sogar noch die alte Fläche. Nämlich das Tal hier, die Rampen da, der kleine Berg hier hinten, der große hier vorne. Das ist alles den Bricktrons zum Opfer gefallen. Naja, die Bricktrons sind jetzt fleißig bei der Arbeit wieder. Jetzt mal bei richtiger Arbeit, nicht beim Terraformen. Wir bauen jetzt eigentlich eine Burg. Und ja, ich habe bis jetzt ja auch immer noch nicht verraten, was für ein Burgdesign ich mir überlegt habe. Das wird dann schon was Spezielleres sein. Auf jeden Fall hat es einen Grund, warum wir so groß bauen. Wobei wir nach hinten fast noch ein bisschen raus könnten. Mach das mal zu. Nach links und rechts nicht ganz so, aber nach hinten können wir wenigstens noch drei Steinchen. So. Also ja, die Seite haben wir schon angefangen. Nee, ich lasse es so. Nach hinten ist es okay, noch ein Stück rauszugehen. Wir könnten sogar hier ein bisschen. Aber nee. Bleiben wir lieber bei ein bisschen Symmetrie. Machen da jetzt keine hässliche Beule rein. Weil links und rechts will ich noch Seiteneingänge hinbauen, deswegen habe ich da so viel Platz gelassen, auch wenn wir hier noch ein bisschen hätten rüber können. Aber wir müssen dran denken, dass wir auch jede Menge Materialien brauchen werden. Ah, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir das so machen, noch hinzufügen würden. Ja. Also das hier hin. Das hier hin. Und dann eben hier und hier. Oder was denkt ihr? Würde wahrscheinlich besser aussehen als das so zu machen. Irgendwie schon, ja. Nee, nicht die Wendeltreppe. Ich will die Ecktreppe. Jetzt weiß ich auch wenigstens, für was
die gut sind. So. Dann brauchen wir hier nicht Wendel, sondern Ecktreppen. Und noch von... Nee, so rum sieht es nicht gut aus. Mit denen da sieht es besser aus. Ja, finde ich jedenfalls. Ja. Und ja, wir brauchen noch 106 und haben 122. Also ja, die Steine, die wir jetzt haben, reichen auf jeden Fall mal. Und ja, als nächstes machen wir dann den Hügel näher und weg. Da müssen wir anfangen, die Hügel hier leer zu machen und abzutragen, weil wir brauchen noch jede Menge Steine. Und ja, erstmal will ich einfach die Hügel abbauen, weil die sich am ehesten anbieten. Also den da und den da als erstes. Oh, keine Sorge, ich baue hier jetzt keine Pyramide. Ich habe was anderes im Sinn. Was aber auch sehr viel Arbeit ist. Ja, ich wünschte hier wirklich, ich hätte eine Möglichkeit, so Flecken wieder zu grünen oder hier Rampen hinzumachen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Aber das geht leider nicht.
Ach, da sollten wir aber auch erstmal das hier. Einstellen. Und das erstmal die Steine, die da so sind, benutzen. Gut. Man merkt aber, sie sind fleißig. Das mit den Steinen geht um einiges schneller, als die Erde aufzufüllen. Ich meine, da sind sie schon fast einmal rum.